Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Angelfreunde. Euer Moselangler hat wieder eine schöne Idee für eine Beulerezeptur. Und zwar sollen das einfache, aber fängige Beules werden, wo man nicht so viele Zutaten braucht. Ja, und zwar nenne ich die einfach IKEA-Beulis, weil ich war letztens beim IKEA und unten. Die gibt es ja noch in der hinter der Kasse, da ist ja diese Fressabteilung, ne? Und da habe ich hier gesehen, einmal, wie heißt das? Smör, Gäs, Kaviar, also so Fischrogenpaste, und hier ist nochmal so Garnelenpaste. Hier ist einmal drin 190 Gramm und einmal 150 Gramm. Ja, ich lese euch mal kurz vor, was da drin ist. Ja, kurz warten, bis das scharf rüberkommt. Jawohl. Also, Zutaten: kaltgeräucherte Fischrogenpaste, Kavigarrogen, Köhlerrogen, Pazifikdorschrogen, Zuckersalz, Rapsöl, Zucker, Wasser, Inulin, keine Ahnung, was das ist, Trennmittel wahrscheinlich, Kartoffelflocken, Salz, Senf, Konservierungsstoffe. E202, E211, da ist einmal, einer von den beiden ist dann auch Kaliumsorbat, was auch in den Ready-Made-Boilies meistens enthalten ist. Ja, Stabilisatoren, Antioxidationsmittel, Rauch und so weiter. Ja, das war's schon. So, das war die Fischrückenpaste und jetzt die Krabbenpaste. Da sollten ja auch ein paar Krabben drin sein, ne? Also, Zutaten: Rapsöl, Krabben 30%, kaltgeräucherter Kaviarrogen, kaltgeräucherter Köhlerrogen, Salz, Zucker, Tomatenmark, Dill, Aroma, Essig, Kartoffelflocken, wieder die Konservierungsstoffe, Gewürze, Hefeextrakt. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich diese Zutaten für ein Beulerezept nehme, habe ich mir auch schon eins ausgedacht. Das kann ich dann ausdrücken und dann mit dem Ei Zutaten untermischen. Ich denke mal, das könnte was werden. Ich werde euch auch da nochmal alles genau erklären, wie ich das mache. Keine Angst, es wird nicht wieder so ein langes Video wie letztens, versprochen. Ich zeige euch nur mal gerade, wie ich das anmixe und ja, wie die Zutaten sind, die Zutatenliste, und dann werde ich das mal ausprobieren, wenn das klappt, wenn die was fangen auch, vielleicht mal wieder auf Barben gehen, dann ja, kann man die mal gebrauchen. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns später in der Küche. So, jetzt sind wir in der Küche. Jetzt nehme ich einmal die Fischrogenpaste und das kommt dann alles in die Schüssel. Das riecht schon sehr fischig. Wunderbar. Schmeckt recht cremig, aber ist jetzt nicht so mein Fall. Aber ist auch für die Fische gedacht. Na gut, dann drücke ich das mal raus und dann noch die andere Tube. So, zwei Zutaten erstmal, der Krabbenbrotaufstrich, Krabbenpaste, riecht ähnlich, noch ein bisschen intensiver, Geschmack ist auch sehr intensiv nach Fisch und extrem salzig, das Zeug, aber das ist ja auch gut, die Fische mögen es ja salzig, die Karpfen, und der Weißfische auch. Ja, dann presse ich das auch mal alles hier rein. So, Moment. So, jetzt sind die ganzen Zutaten im Topf. Die Fischrogenpaste, die Krabbenpaste und 10 Eier. Ja, das werde ich jetzt alles schon vermengen. Das ist dann die Flüssigmischung. Und das werde ich dann vermengen mit dem ganzen Mehl.
Das zeige ich euch auch nochmal kurz, was da reinkommt. Ja, wie gesagt, also diese Pasten sind wirklich sehr fischig, extrem. Die sind sehr salzig. Ich denke mal, das ist wirklich eine gute Zutat für Boilies. Vor allem billig und leicht zu beschaffen. Alles klar. So, dann hier mal die Zutatenliste für die IKEA Boilies. 190 Gramm Fischrogenpaste. 150 Gramm Krabbenpaste, 200 Gramm Hartweizengrieß, 200 Gramm Maisgrieß, 100 Gramm Weizenvollkornmehl, 50 Gramm Milchpulver, 110 Gramm Sojavollfettmehl, gibt insgesamt 1 Kilo. Dann kommen da noch rein 10 oder 15 Eier, habe ich mir noch überlegt, Süßstoff, Fischsoße, Squid aus dem Asialaden, aber da verzichte ich drauf. Weil das ist schon so fischig, da muss nichts mehr aromatisiert werden. Was ich noch reingebe ist Robin Red von Heads, 40 Gramm und vielleicht noch ein bisschen Bindemittel, Casein und Eialbumin, damit ich die vielleicht mit dem Wurfrohr auch besser rausbefördern kann, damit die nicht so leicht brechen und gegen die Grundelzähne ein bisschen gewappnet sind. Ja, hier habe ich das schon mal zusammengemixt. Und das ist wirklich eine super homogene Masse geworden. Und die Trockenzutaten, die werde ich jetzt zusammen mixen. So, die Trockenzutaten, die Mehle habe ich jetzt auch alle zusammengemischt. Beziehungsweise zusammen geschüttet. Mischen muss ich noch. Das schöne Robin Red, wunderbar. 50 Gramm noch dazugefügt. Das gibt dann alles ein bisschen Pfiff. Ja, dann schütte ich jetzt die zweimal zusammen und mache den Teig fertig. So, der Teig ist auch schon fertig. Riecht lecker nach Fisch und ist schon rot. Wie das Robin Red, deswegen auch ein bisschen scharf. Ja, lasse ich den jetzt noch ein bisschen ziehen. Und dann wird er schon gerollt. So, da sind schon die ersten Boilies gerollt. Muss sagen, der Teig ist wirklich super geworden. Also Zutaten ist es erstmal so okay. Sehr geschmeidig, kann man super abrollen. Hab mir jetzt auch so einen Bulli-Roller besorgt, weil die mit Hand zu rollen, da wird man ja dull im Kopf. Ja, schöne rote Farbe haben die. Und nach dem Kochen sind die ein bisschen heller, ist ja klar, normal. Aber auch noch schöne rosa Farbe. Die sind jetzt schön hart, nicht zu hart. Super Konsistenz. Kann ich ja gleich mal einen aufmachen. Ja, hier kocht es fleißig. Und das macht schon alles einen guten Eindruck. Okay, das soll es mal gewesen sein. Vielleicht zeige ich euch gleich nochmal ein Boilie, wenn ich den mal auseinanderbreche. Aber die Struktur ist sehr fein, weil ich habe nichts Grobes mit eingearbeitet. Soll jetzt mal alles über Aroma laufen. Ja, probiert es mal aus. Ich werde es auch noch ausprobieren. Auf Barben, auf Karpfen. Gut, Karpfen ist so eine Sache immer in der Mosel. Aber ich werde es natürlich bald ausprobieren. Ja, das soll es gewesen sein. Ich wollte ja nicht so ein langes Video machen, habe ich ja euch versprochen. Nur mal schnell mal zeigen und eine kleine Übersicht. Alles klar. Viel Spaß am Wasser, am Ausprobieren. Euer Moselangler.